Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland. Mein Intro macht glaube ich ein bisschen was es will, aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, ich bin auf der Suche nach einem neuen Profilbild und einem neuen Kanalbanner und ich habe meine ungefähren Vorstellungen, wie das aussehen sollte, in die Videobeschreibung geschrieben, also wenn ihr das kreieren könntet, leset doch mal, was dort steht. Und gerade der zweite Punkt in eigener Sache, mir ist aufgefallen, beziehungsweise viele Leute haben mir geschrieben, dass sie zu den meisten Themen, die ich anspreche, zwar eine Meinung haben, es ihnen aber ein bisschen zu umständlich ist, die jedes Mal ausformuliert darzulegen in den Kommentaren. Ich finde, das sollte man durchaus ernst nehmen und darum versuche ich es jetzt, wenn ich es schaffe, nach jedem Thema eine kleine Umfrage einzublenden, wo man mit einem einfachen Klick kann entscheiden kann, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht. Ich lade natürlich gerne alle dazu ein, an den Umfragen mitzumachen, aber es ist trotzdem immer noch die grösste Freude für mich, wenn ihr dann noch zusätzlich einen Kommentar schreibt. Und jetzt schauen wir hier das kleine Video, das im Internet auftaucht ist. Ein Journalist interviewt zwei ehemalige Bundesräte, der Adolf Ogi von der SVP und der Moritz Leuenberger von der SP. Und jetzt schaut euch einmal das Benehmen vom Herrn Leuenberger an. Während der Herr Ogi brav und mit Klasse seine Frage beantwortet, ist dem Herrn Leuenberger offensichtlich langweilig. Schaut mal den Arme, der schüttelt sich ja förmlich, er leidet richtig. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen schmunzeln. Ich meine, klar, ist ein ehemaliger Bundesrat, der ist schon ein bisschen älter, da kann man sich einiges erlauben. Aber es ist auch ein bisschen respektlos, dem Herrn Ogi so richtig zu zeigen, ich finde deine Antwort so richtig langweilig und ich will eigentlich einfach nur noch entweder drankommen oder weglaufen dürfen. Für die, die sich gerne ein bisschen weiter informieren wollen, wäre sonst das komplette Video und die Seite von Radio FM1 unten verlinkt. Und bevor wir nachher aufs zweite politische Thema zu sprechen kommen, machen wir jetzt einen kleinen Wechsel und regen uns gemeinsam über etwas auf. Ich nehme an, die meisten von euch dürften wissen, dass in der Schweiz seit vielen Jahrhunderten eine lange Jagdtradition besteht, das heisst, Leute, die vielleicht mehr in bergigen Regionen wohnen, also jetzt anders wie ich hier in Basel, oder Wälder in der Nähe haben, die gehen gerne jagen. Das erinnert mich an eine Story, die ist irgendwie 10 Jahre her oder so. Ich bin auf dem Land gewesen, bei einem Schulkollegen, glaube ich, übernachtet und dann bin ich irgendwie, was schon ein bisschen dunkler war, in der Nacht nochmal runtergegangen, in die Küche, weil ich nochmal etwas Kleines bin essen. Dann sehe ich in der Ecke so ein Fass. Gang aus Interesse zu diesem Fass, das hätte ich nicht machen sollen. Mach den Deckel auf, schau ab, es ist so Wasser und so eine Stunde ist ein Wildsaukopf. Ich glaube, dieser Schreck ist mir dann recht lang in den Knochen gesessen. Aber zurück zum Thema. In vielen Schweizer Familien ist es wirklich leidenschaftliche Tradition, dass man geht jagen, das wird vom Vater zum Sohn zur Tochter weitergegeben und es ist auch wichtig, dass das gemacht wird. Wenn sich gewisse Tierarten in der Schweiz zu sehr vermehren, führt das zu Krankheitsausbrüchen, es führt dazu, dass das Gehölz nicht mehr richtig nachwachsen kann. Also es ist gut, dass hier ein bisschen der Bestand reduziert wird. Und für die Jagd werden auch immer Jagdhunde eingesetzt und das ist jetzt eben der Punkt, über den man sich aufregen kann, die Jagdhunde müssen trainiert werden. Und weil so ein Hund halt eben mit der Nase schafft und mit der Nase die Spur verfolgt, muss er an echten Tieren trainieren. Jetzt soll das Ganze ausgeweitet werden, sodass Jagdhunde auch an echten Füchsen üben dürfen. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass der Fuchs nicht umkommt, er kann sich hinter einem Gitter verstecken, aber er ist trotzdem mit einem bellenden und ihn umbringen wollenden Hund konfrontiert. Der Satz ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Was ich nicht gewusst habe, aber durch das Thema erfahren habe, ist, dass seit 2014 auch mit echten Wildzeugen und echten Vögeln geübt wird und es dort nicht wirklich gestanden ist, ob sich die auch hinter den Gitter retten können. Und egal, ob die jetzt dabei umkommen oder überleben, es ist einfach hart, als lebendiges Trainingsobjekt herhalten zu müssen und dem Stress ausgesetzt sein. Ich meine, wenn es bei der echten Jagd ist, dann bringt der Tod oder der Stress von dem Tier ja auch etwas, weil dadurch erstens das Gehölz geschützt wird und zweitens auch die restliche Population besser vorwärts kommt. Aber von diesen Trainingslagern, die eben bis jetzt immer im Ausland waren und die jetzt auch in die Schweiz geholt werden sollen, habe ich bis jetzt nicht gewusst und es hat mich echt schockiert. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Klicken oder ab in die Kommentare. So. Wer mir auf Twitter folgt, unten verlinkt, der hat vielleicht erfahren, dass ich euch kürzlich gefragt habe, ob ihr Lust hättet, dass ich wieder etwas zu der aktuellen Initiative sage und das Echo ist mega positiv gewesen. Also fangen wir jetzt gerade an und ich empfehle an dieser Stelle aber nochmal unbedingt die Clips von easyvote.ch. Für die, die jetzt einfach überhaupt keine Ahnung haben, was denn bei diesen Initiativen genau zur Debatte steht, schaut dort vorbei, ihr werdet pro Initiative weniger wie 4-5 Minuten brauchen und ihr checkt, aha, um das geht es öppe. So, und jetzt fangen wir gerade an mit der Initiative für eine grüne Wirtschaft. Der Initianten von dieser Initiative ist aufgefallen, dass die Schweiz momentan so viel konsumiert und so viel Abfall produziert,
dass wenn jeder Mensch auf der ganzen Welt so leben würde, wie wir Schweizer das machen, 3 Erden herhalten müssten für das Konsum- und Abfallverhalten. Die Initiative verlangt darum, dass der Bund Massnahmen ergreift, dass bis 2050 die Schweizer wieder auf ihre Lebensqualität sind, wo nur eine Erde benutzt. Dabei wird vor allem beachtet, dass weniger Abfall produziert wird, das heisst mehr recyceln, aber auch produzieren aus besseren, naturverträglicheren Stoffen. Ich muss sagen, auch wenn das im ersten Augenblick sicher sehr, sehr fortschrittlich tönt, schaue ich die Initiative eher skeptisch an. 2/3 von dem Abfall, den wir produzieren, fallen im Ausland an. Das heisst, wenn du zum Beispiel bei irgendeiner Kleiderkette ein Liebli kaufst und das ist aus Bangladesch, dann kannst du sicher sein, dass das Liebli in Bangladesch extrem viel chemischen Abfall produziert hat. Ein Liebli kommt in die Schweiz, der Abfall bleibt aber in Bangladesch. Jetzt erinnern wir uns aber, dass die Initiative vom Bund verlangt, dass er etwas gegen das Abfallverhalten unternimmt, aber weil die Liebli in Bangladesch produziert werden, kann der Bund dort keinen Einfluss nehmen. Folglich bleibt ihm nichts anderes übrig, als einfach hohe Zölle auf das Liebli zu erheben, sodass es beispielsweise nicht 29,90 sondern irgendwie 69,90 kosten wird. Ich mir doch vorstellen, das ist nicht nur mit Liebli so, das wird dann mit jedem Produkt, das aus dem Ausland kommt, so sein. Der zweite Punkt, den ich kritisch betrachte, ist, dass die Wirtschaft extrem schonend mit den natürlichen Ressourcen von der Schweiz umgehen soll. Und jetzt nehmen wir gerade mal einen der Lieblingssprüche von diesen Initianten. Die Wirtschaft ist für den Mensch da und nicht umgekehrt. Wenn wir das bildlich darstellen wollen, ist es etwa so, dass wir hier eine Kutsche haben. Wir, der Mensch, sitzt auf der Kutsche und die Wirtschaft ist das Ross, weil das Ross ist ja für uns da und nicht umgekehrt. Je besser es dem Ross geht, desto schneller wird's und desto schneller kommen wir als Menschen auch vorwärts in unserer Gesellschaft. Ein Ross muss aber ab und zu auch ein bisschen Gras essen, damit es laufen kann. Und jetzt kommt aber der springende Punkt von dieser Initiative. Die will ja nämlich das Gras schützen. Das hat zur Folge, dass unser Ross nur noch wenig oder gar kein Gras essen darf und es wird logischerweise verhungern. Und mit einem toten Ross kommen auch wir in der Kutsche nicht weiter. Also nochmal, der Ansatz von der Initiative ist super gut, aber solange nicht irgendwie größere Produktionsstaaten wie die Vereinigten Staaten, China oder eben Bangladesch dort gewisse Standards setzen, muss sich die Schweiz nicht ins eigene Fleisch schneiden. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen, ab in die Kommentare oder einfach sonst abstimmen. Ich hoffe aber an dieser Stelle ganz, ganz fest, dass ihr nicht nur meine Meinung als Grundlage für eure Entscheidung nehmt, sondern euch auch mit anderen Meinungen auseinandersetzt. Redet also unbedingt auch mit Befürwortern von dieser Initiative und ich nehme mal an, der ein oder andere in den Kommentaren wird wahrscheinlich auch gute Pro-Argumente verfassen. Das war es eigentlich mit der Swiss-Info und jetzt kommt noch der Witz zum Schluss. Die Schüler haben vor ein paar Tagen ein Diktat schreiben und der Lehrer tut jetzt die Blätter zurückgeben. Und wenn er zum Willi kommt, sagt er: Willi? Du hast ja genau die gleichen Fehler gemacht wie der Franz. Sag mal, an was liegt das eigentlich? Sagt der Willi: Ganz einfach, wir haben den gleichen Lehrer. Ciao zusammen.